Einen wunderschönen guten Vormittag zusammen und herzlich willkommen zur 21. Folge vom Euro Truck Simulator 2 Singleplayer mit mir, auch Julian Rieser. Wir fahren jetzt die Strecke von Livorno in Italien nach Innsbruck in Österreich. Wir fahren 709 Kilometer, wir fahren auch einen Abstecher in zwei Städte auf der Route, wo ich noch nicht war. Da fahren wir durch. Und unser LKW ist der Scania R 2009 Topline mit 730 PS. Wir liefern 34 Tonnen Industriekabeltrommel. Und ja, wir fahren vom Vormittag in den Abend. Und Fahrzeit dauert ungefähr zwischen 30 bis 45 Minuten ungefähr. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Wir fahren auf der neuesten Version vom Spiel, und zwar auf der 1.44 Open Beta. Die finale Version noch nicht draußen ist. Und ja, sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich hoffe, euch anderen draußen geht es auch dementsprechend gut. Und das ist auch schön, dass auf meinem YouTube-Kanal auch mal Abwechslung kommt. Und ja, das finde ich auch so schön daran. Wenn ihr auch gerne von den anderen Spielen, was ich habe, gerne Let's Plays oder Livestreams gerne sehen möchtet, einfach gerne wie immer in die unten liegt. Kanalsektion schreiben. Auch gerne eure Fragen oder Wünsche. Nur das Einzige, was ihr nicht machen dürft, in die Kommentare schreiben, sind zum Beispiel Beleidigungen und Links reinschreiben mit Eigenwerbung. Das dürft ihr nicht machen.
Nee, noch gar nicht. Ich glaube, da mache ich auch noch kurz einen Abstecher. Dann habe ich die Stadt auch.
der Schrank ist sagen, Sesam, öffne dich. Sie sich öffnet. So, was haben wir denn noch? 600 Kilometer.
gleich hier wenden und wieder zurück auf die Autobahn. Jetzt ist es aber wieder einfacher zu wenden. Alter! Muss die Polizei mir gerade reinfahren? Ich hab Vorfahrt gehabt. Aber auch ein schönes Auto. Sportwagen. Was glaube ich.
Aufenthalt in Südsahara. Was? Südsahara. So. Jetzt haben wir gemütlich nach Innsbruck. Innsbruck in Österreich. In Austria. Nicht verwechseln mit Australia. Australia ist Australien. Boah. Das schiebt aber voll in die Hinterachse. Wahnsinn.
Ihr könnt euch auch schon mal überlegen, welches Spiel, was ich habe, ihr gerne im nächsten Livestream gerne sehen möchtet. Schauen, mit welchem Aufnahmeprogramm ich den Livestream dann machen werde. Entweder hier mit Streamlabs OBS, mit dem Streamlabs Desktop, oder ob ich den Livestream mache mit OBS Studio.
50 Euro, bei der anderen waren es 20 Euro. Die Mutter, das muss ja nicht ich bezahlen, das bezahlt mein Arbeitgeber, weil ich noch keinen eigenen LKW habe.
100 von dem LKW. Aufenthalt in Innsbruck. Damit ist Österreich komplett durchgefahren. Dankeschön, liebes Spiel, Dankeschön. 10%, ja, abschleppen, Dankeschön. Das kann auch wieder nur mir passieren, mit dem blöden Kollegen von mir. Warum hat denn der so stark abgebremst? Die haben mir doch eh auf grün gesprungen. Ja, Julian im Rage-Mode, ne? Rage-Mode. Lass ich jetzt nicht. Jetzt nicht reparieren. Das habe ich auch zum ersten Mal jetzt miterlebt, dass das mit dem LKW passieren kann, ist bestimmt jetzt auch neu. Mit der 1.44, wenn es herauskommt. Das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat,
Dann lasst gerne wie mein kostenloses Abo auf dem Kanal da, vergesst die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt gerne alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Wochenstart. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis zum nächsten Mal. Das war unser LKW, unser Scania R 2009 Topline mit 730 PS von Livorno nach Innsbruck.